Unsere Podcast-Gäste beschreiben oft Momente der Selbstreflexion, so wie die Geschichte von Christian Vorländer. Auf unsere Eingangsfrage, wie er der Mensch geworden sei, der er heute ist, erzählt er die Geschichte von einem Jungen, der im Alter von 10 Jahren bei einem Solo im Kinderchor der Kirche einen Schluck aufbekam und der Jahre später ebenfalls in der Kirche ein Stück am Klavier, das er eigentlich auswendig kannte, nicht zu Ende spielen konnte. Es ist die Geschichte eines Jungen, der die Musik so sehr liebte, aber für sich selbst feststellen musste, ich fühle mich nicht so wohl im Rampenlicht, das Performen überlasse ich anderen, die das besser können. Es ist der Junge, der nach einem Musikstudium in den Niederlanden nach Los Angeles ging und dort für viele Jahre bei dem legendären Filmmusiker Hans Zimmer das Komponistenhandwerk erlernte und perfektionierte. Christian steht unter anderem in den Credits von 300 und Man of Steel und große Teile der Filmmusik von Mad Max Fury Road stammen von dem Jungen mit dem Schluck auf. Zusammen mit seinem Partner Simon Heger ist Christian heute mit der Firma 2 Musik ein international tätiger, erfolgreicher, sehr glücklicher Musikunternehmer geworden.